Unser Sonnensystem, eine Sammlung von Bildern und Daten von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Prolog. Liebe Freunde von Astronomie und allgemeiner Bildung, dieses ist unsere kosmische Heimat und sie ist wunderschön. Wir lieben unsere irdischen Heimaten Deutschland und Europa mit ihrer fantastischen Geistes- und Kulturgeschichte. Jetzt beschäftigen wir uns einmal mit unserer Heimat Erde und ihrer Nachbarschaft im Weltall. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Noch eine Vorbemerkung. Der Vortrag ist wie immer naturwissenschaftlich basiert, erhebt aber keinen Anspruch auf berufliche Professionalität. Ich stelle zu jedem Himmelskörper einige charakteristische Bilder und Basisdaten zusammen. Der Text wird auch abstrahieren, um anschaulich zu sein. Also, das Zentrum unseres Sonnensystems bildet unser Zentralstern, unsere lebensspendende Sonne, ein Hauptreihenstern. Daneben haben wir 8 Planeten und 3 Zwergplaneten. Hier das Inhaltsverzeichnis zum Nachlesen und zur Orientierung. Ich habe den Vortrag in zwei Teile geteilt, damit jeder einzelne Teil nicht zu lange wird. Im Teil 1 versuche ich zu erläutern zunächst Gedanken zum Universum, zur lokalen Galaxiengruppe, zu den Galaxien im Allgemeinen und zu unserer eigenen Milchstraße. Danach folgt das Sonnensystem im Allgemeinen und unser Zentralstern, die Sonne, sowie dann die Planeten, beginnend von innen nach außen, also von Merkur bis zu unserer Erde und dem Erdmond Luna. Im zweiten Teil stelle ich vor den Mars, erneut die Planeten weiter nach außen bis zum Pluto, dann zum Kuipergürtel und zur Oortschen Wolke. Viel Freude daran. Der nächste Planet ist der Mars. Der Mars ist der rote Bruder der Erde und liegt noch knapp an der Grenze der habitablen Zone. Er ist kalt und trocken und kann wegen seiner geringen Masse nur noch eine sehr dünne Atmosphäre halten. Hier ist ein schönes Vergleichsbild der beiden benachbarten Himmelskörper. Es soll dienen als Hintergrund zum inneren Aufbau des Mars. Der Mars hat, wie beschrieben, nur noch eine sehr dünne, staubige Atmosphäre, überwiegend aus Kohlendioxid. Im Zentrum liegt ein flüssiger Eisenkern. Ursprünglich hatte der Mars ein Magnetfeld, das er im Laufe der Zeit verloren hat. Über dem Kern folgt ein breiter Gesteinsmantel sowie eine feste Lithosphäre und eine dicke Kruste. Es sind zukünftig verschiedene Mars-Missionen geplant. Eine Voraussetzung wäre das Vorhandensein von Wasser in verschiedenen Formen. Das Bild zeigt, an den Polen gibt es tatsächlich Polkappen aus Wassereis. Dieses Bild zeigt die berühmten Marskanäle, die Valles Marineris, die immerhin bis zu 4000 Kilometer lang sind. Es handelt sich nicht um die Werke von Aliens oder kleinen grünen Männchen, also von einer extraterrestrischen Zivilisation, wie auch schon spekuliert wurde, sondern es handelt sich um den größten tektonischen Grabenbruch im Sonnensystem und um Magmaspalten. Dieses trostlose, wüstenartige Bild der Marsoberfläche sei das Hintergrundbild für die Basisdaten des Mars. Der Durchmesser des Mars beträgt 6800 Kilometer, seine Umlaufzeit bereits 687 Tage, also fast 2 Erdenjahre. Der Mars hat nur eine Masse von 11% der Erdmasse. Seine Temperatur schwankt von plus 25 Grad bis minus 153 Grad Celsius. Der höchste Berg im Sonnensystem liegt auf dem Mars. Es ist der Olympus Mons, ein Vulkan von 26 Kilometern Höhe, also dreimal so hoch wie der Mount Everest. Olympus Mons ist ein erloschener, sogenannter Schildvulkan von riesiger Ausdehnung. Hier ein schönes Bild von einer der Viking-Sonden aus nur noch 8000 Kilometer Entfernung. Die bisher unbemannten Mars-Missionen haben immerhin mehrere Erkundungsfahrzeuge auf den Mars gebracht, darunter
diesen kleinen Mars-Rover Sojourner. Er ist natürlich schwer zu steuern und hat sich wieder einmal festgefahren. Den Mars umkreisen nur zwei sehr kleine kartoffelähnliche Monde, wie es sich für einen Kriegsgott gehört, die Monde Phobos und Deimos, Furcht und Schrecken. Hier noch einmal die beiden kleinen kartoffelähnlichen Gesteinsbrocken im Vergleich, die den Mars umrunden. Weiter draußen in dem Raum zwischen Mars und dem riesigen Jupiter gibt es keinen weiteren Planeten. Dafür aber hunderttausende kleine Gesteinsbrocken und Eisbrocken, die zwischen der Marsbahn und der Jupiterbahn kreisen und die Asteroiden oder Planetoiden genannt werden. Es gibt die unbewiesene Hypothese, dass hier in diesem Planetoidengürtel ein Planet unter der Schwerkrafteinwirkung des riesigen Jupiter zerplatzt sei. Vermutlich sind die Asteroiden oder Planetoiden aber übrig gebliebene Brocken aus der Frühzeit des Sonnensystems, die nie einen Planeten bilden konnten wegen der Gravitationskräfte von Jupiter. Die Bahnen der zahllosen Gesteinsbrocken lassen sich nicht immer voraussagen und kreuzen gelegentlich gefährlich die Erdbahn. Unter diesen vielen kleinen Himmelskörpern sind die größten Vesta mit 500 Kilometern Durchmesser und Ceres mit immerhin 1000 Kilometern Durchmesser. Ceres ist seit 2006 sogar als Zwergplanet anerkannt. Der innere Aufbau von Ceres besteht in einem festen Gesteinskern im Zentrum, darüber folgen ein Mantel aus Wassereis und eine dünne, staubige Kruste. Hier noch einmal ein Vergleichsbild zwischen unserer Erde, unserem Erdmond Luna und Ceres, dem Zwergplaneten, dem größten Körper im Planetoidengürtel. Jetzt kommen wir zu unseren beiden Gasriesen, zunächst zu Jupiter. Hier ein Bild von ihm mit einem Mondschatten und dem großen roten Fleck. Die Erklärung erfolgt nachher. Jupiter ist der größte Planet in unserem System und unser König. Er ist nach Mond und Venus das dritthellste Objekt am Nachthimmel. Zum inneren Aufbau von Jupiter. Über einem bisher nur vermuteten festen Kern aus Gestein und Eis von etwa 20 Erdenmassen liegt eine breite und dichte und turbulente stürmische Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium. Das ist ein Bild von Jupiter, das den großen roten Fleck zeigt. Lange Zeit war unklar, was das ist. Die Astronomen beobachten die Struktur seit etwa 350 Jahren in verschiedener Beschreibung. Es ist jetzt klar, es ist ein riesiger Wirbelsturm in seiner Atmosphäre, der seit 350 Jahren dort kreist und tobt. Noch eine Anmerkung: Mit einer Tageslänge von nur 10 Stunden rotiert Jupiter am schnellsten von allen Planeten. Dies ist ein schönes Vergleichsbild zwischen dem mächtigen Gasriesen Jupiter und unserer kleinen, aber wunderschönen Erde. Es soll als Hintergrundbild dienen für die Basisdaten von Jupiter. Jupiter hat einen Durchmesser von 140.000 Kilometern. Seine Masse beträgt das 320-fache der Erdenmasse und sein Volumen das 1.300-fache des Erdvolumens, also ganz andere Dimensionen. Die Umlaufzeit beträgt jetzt schon 12 Jahre und die Temperatur da weiter draußen minus 110 Grad Celsius. Jupiter wird umkreist von vielen Monden. Bisher sind 63 Monde gesichert. Die größten sind die vier galileischen Monde. Diese hat Galileo Galilei bereits in seinem ersten Fernrohr als kleine Lichtpünktchen gesehen. Das sind von links Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die wollen wir im Folgenden nochmal kurz im Bild zeigen. Der innerste der vier großen Monde ist Io. Die gelbe Farbe geht auf Schwefel, Schwefeldioxid zurück und ist Ausdruck des starken Vulkanismus des Mondes. Der nächste Mond ist Europa, ein gefrorener Eisball mit einer dicken Eiskruste und Spalten, die man sieht im Eis und einem vermutlich 100 Kilometer tiefen Ozean darunter. Eine künstlerische Darstellung von Europa, Io und Jupiter und dem Ausbruch von Geysiren aus dem unterirdischen Ozean.
hier eine andere, fantasievolle Darstellung von Europas Oberfläche. Der dritte Mond ist Ganymed. Das ist sogar der größte Mond im ganzen Sonnensystem. Er besitzt ein eigenes Magnetfeld. Das ist ein Eismond mit merkwürdigen konzentrischen Schalen aus Eis und Wasser. Das Wasser reicht möglicherweise bis 800 Kilometer tief und stellt einen schwach salzhaltigen Ozean dar. Hier ein Vergleichsbild zwischen unserer Erde, unserem eigenen Erdmond Luna und dem Riesenmond Ganymed. Bei diesem Bild von Ganymed kann man besonders gut zeigen, dass das Material, das bei frischen Impaktkratern, Einschlagskratern herausgeschleudert wird, hell erscheint. Der vierte der galileischen Monde ist Callisto, ein Eismond, immerhin der drittgrößte Mond im System, mit besonders vielen Einschlagskratern. Hier ein Bild von Callisto mit dem besonders beeindruckenden Einschlagskrater mit dem zutreffenden Namen Valhalla. Hier im Bild ist unser nächster Planet, der zweite große Gasriese, unser wunderschöner Ringplanet Saturn. Saturn ist bereits seit dem Altertum bekannt. Ihn umkreisen mindestens 62 Monde, darunter ganz außen der eisige Riesenmond Titan. Titan ist sogar der zweitgrößte Mond im ganzen Sonnensystem und besitzt eine eigene Atmosphäre. Zum inneren Aufbau: Saturn besteht ebenso wie Jupiter zentral aus einem kleinen Gesteinskern und darüber folgen metallischer, flüssiger und ganz außen zuletzt gasförmiger Wasserstoff. Der Saturn wird in der Äquatorialebene umgeben von 100.000 Einzelringen aus verschieden großen Brocken von Gestein und Eis. Entweder wurden diese durch seine Schwerkraft eingefangen oder sind die Reste von zerrissenen Trabanten, von zerrissenen Begleitern. In den Ringen bestehen Lücken, die durch die Schwerkraft von kleinen sogenannten Hirtenmonden freigeräumt wurden. Dieses schöne vergleichende Bild von Saturn und Erde möge uns dienen als Hintergrundbild für die Basisdaten des Saturn. Der Saturn hat einen Durchmesser von 120.000 Kilometern und eine Masse von dem 95-fachen der Erdmasse. Sein Volumen beträgt das 760-fache des Erdvolumens, also ebenfalls unglaubliche Dimensionen. Die Umlaufzeit hier weit draußen beträgt bereits 30 Erdenjahre und die Temperatur ist im Durchschnitt minus 140 Grad Celsius. Der nächste Planet ist Uranus. Der Uranus ist ein blauer Eisriese, der erste der beiden Eisriesen, und er ist der erste Planet, der in der Neuzeit neu entdeckt wurde und im Altertum noch nicht bekannt war. Er wurde von Wilhelm Herschel 1781 erstmals beobachtet. Zum inneren Aufbau von Uranus: Die Atmosphäre besteht aus Wasserstoff, Helium und Methan, was ihm die blaue Färbung verleiht. Darunter folgen verflüssigte Gase und vermutlich ein sehr kleiner Gesteinskern. Dieses Bild soll die Nacht der Entdeckung zeigen. In der Nacht vom 13. März 1781 beobachtete Wilhelm Herschel, der aus Hannover stammte und die meiste Zeit seines Lebens in England lebte und daher von den Engländern auch William Herschel genannt wird. Er beobachtete also neben den Fixsternen einen Wandelstern, einen neu entdeckten Planeten, der später Uranus genannt wurde. Seine Schwester Caroline Herschel assistierte ihm dabei und starb später in Hannover als hochbetagte Frau. Damals waren England und Hannover in Personalunion verbunden. Eine Besonderheit des Uranus sieht man auf diesem Bild. Neben der Atmosphäre mit Wolken, dann den Ringen, Polarlichtern und Monden ist es die stark gekippte Bahnachse, die uns fasziniert. Seine Rotationsachse ist um etwa 100 Grad gekippt zur Bahnachse des Sonnensystems. Wahrscheinlich ist das die Folge einer Kollision in seiner Frühzeit. 27 bisher bekannte Monde umkreisen den Uranus.
Das Vergleichsbild zwischen dem Uranus und unserer Erde soll der Hintergrund sein für die Basisdaten des Uranus. Der Uranus hat einen Durchmesser von 50.000 Kilometern. Er hat eine Masse vom 15-fachen der Erdmasse und ein Volumen vom 63-fachen des Erdvolumens. Die Umlaufzeit beträgt jetzt schon 84 Jahre und die durchschnittliche Temperatur beträgt eisige minus 200 Grad Celsius. Der Neptun ist unser letzter Planet im Sonnensystem weit draußen. Der Neptun ist ein Eisriese, ähnlich wie Uranus. Zum inneren Aufbau. Über einem festen Kern aus Gestein und Eis befindet sich ein Mantel aus Methan und Ammoniak. Dann folgen mit unscharfem Übergang gasförmiger Wasserstoff, Helium und eine stürmische Methangasatmosphäre. Das Methangas ist es auch, welches die blaue Färbung des Planeten verursacht. Dieses Bild zeigt die Erde und den Neptun im Vergleich. Es ist das Hintergrundbild für die Basisdaten des Neptun. Der Durchmesser des Neptun beträgt 50.000 Kilometer. Seine Masse ist die 17-fache Erdmasse und sein Volumen das 58-fache des Erdvolumens. Die Umlaufzeit beträgt jetzt 165 Erdenjahre und die Temperatur minus 200 Grad Celsius. Hier ist ein natürliches Bild von Neptun. Ihn umkreisen drei Monde. Soweit wir wissen, besitzt Neptun mindestens 14 Monde. Darunter ist sein großer Mond, der Triton. Das ist eine künstlerische, fantasievolle Darstellung mit dem Blick von dem Mond Triton auf seinen Planeten Neptun. Hier ausnahmsweise mal eine Textfolie, und zwar zur Definition des Begriffes Planet. Mit Planeten bezeichnet man Wandelsterne, im Gegensatz zu den feststehenden Sternen, den Fixsternen. Der Begriff leitet sich ab vom griechischen Planetes, also Wanderer oder umherschweifend. Früher wurde darunter auch alles zusammengefasst, was sich neben den Fixsternen bewegte. 2006 stellte die IAU, die Internationale Astronomische Union, aber neue Kriterien für Planeten auf. Erstens, das Objekt muss genug Masse für eine Kugelgestalt haben. Zweitens, es muss eine annähernde Kreisbahn um die Sonne beschreiben. Drittens, es muss durch sein eigenes Schwerefeld seine Umlaufbahn von anderen Himmelsobjekten geräumt haben. Daraufhin wurde eine neue Kategorie Zwergplaneten geschaffen und in diese wurden Pluto, Ceres und Eris eingruppiert. Die Zwergplaneten erfüllen die Bedingungen 1 und 2, aber nicht die Bedingung 3. Hier ein reales Bild von Pluto, dem gefallenen Planeten. Pluto ist der entthronte König des Kuipergürtels, da er eben 2006 auf den Status eines Zwergplaneten zurückgestuft wurde. Er wurde erst 1930 entdeckt und läuft auf einer stark elliptischen Bahn. Zum inneren Aufbau von Pluto. Über einem Gesteinskern folgen ein Mantel aus Wassereis und eine dünne Stickstoffatmosphäre. Hier ein Vergleichsbild zwischen unserer Erde und unserem Erdmond im Vergleich zu Pluto und dem großen Mond Charon. Pluto wird immerhin von drei Monden umkreist, darunter von diesem großen Mond Charon. Charon hat sogar den halben Durchmesser von Pluto. Die Basisdaten von Pluto sind: Der Durchmesser beträgt 2400 Kilometer, die Masse nur 0,2% der Erdmasse, die Umlaufzeit ein Vierteljahrtausend, 248 Erdenjahre und die Temperatur weit draußen eisige minus 240 Grad Celsius. Hier eine Aufstellung der größten transneptunischen Objekte. Davon sind die größten Eris und Sedna hier im Bild links neben Pluto dargestellt.
Jenseits der Neptunbahn kreist ein Ring aus Millionen Brocken von Eis und Gestein sehr unterschiedlicher Größe. Das ist der sogenannte Kuipergürtel. Er ist benannt nach dem holländisch-amerikanischen Astronomen Gerard Peter Kuiper, 1905 bis 1973. Immer wieder besteht die Gefahr, dass solche Objekte durch Bahnänderungen in das innere Sonnensystem gelangen und Kollisionen verursachen. Der Riesenplanet Jupiter schützt uns mit seiner Anziehungskraft und fängt viele davon ab. Vereinzelt werden Objekte jedoch auch von ihm ungünstig abgelenkt und beschleunigt. Dieses Bild zeigt in künstlerischer Darstellung das größte Objekt des Kuipergürtels, den Zwergplaneten Eris. Eris hat einen kleinen Mond, Dysnomia, und ganz in der Ferne schimmert unsere Sonne, also kein Bild für schwache Nerven. Die Basisdaten von Eris, der also sogar größer ist als Pluto, sind: Die Masse von Eris beträgt 0,3% der Erdmasse. Die Umlaufzeit beträgt unglaubliche 557 Erdenjahre, ein halbes Jahrtausend. Und die Temperatur beträgt minus 230 Grad Celsius. Noch weiter draußen, bis 15 Billionen Kilometer entfernt, wird unser Sonnensystem umhüllt durch die innere und äußere Oortsche Wolke mit Trillionen von Eis- und Gesteinsbrocken. Benannt ist sie nach dem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort, 1900 bis 1992. Auch aus dieser Wolke können Kometen und damit Gefahren für das innere Sonnensystem kommen. Mit diesem schönen Bild von unserer Erde, unserem blauen Juwel im Weltall, wünsche ich uns zum Abschluss viel Freude und dass wir etwas mehr erkennen beim Blick zu den Sternen und noch viele gute Tage für eine weitere Milliarde Jahre in der habitablen Zone. Dr. Hans-Jürgen Alexi.